Hallo zu einem neuen Video von mir. Heute nehme ich euch mit, wie wir unsere Campingtasche packen. Also sprich den ganzen Krimskrams, Spielzeug, also alles, was noch dazugehört, was jetzt nicht auf der Liste stande, was ihr in dem Video hier oben seht, wo ich euch von unserer Planung erzählt habe. Heute geht es quasi um das ganze Zeug, was wir so mitnehmen. Jetzt habt ihr gerade hier schon gesehen, wo ich die Spielsachen meiner Tochter zusammengepackt habe und auch Brettspiele. Dann habe ich mir mein Heft zur Hand genommen, wo ich dann angekreuzt habe, was noch fehlt. Meine Kiste, wo ich schon ein paar Sachen drin habe, die ich zu Hause lagere. Und dann nehme ich euch mit, wie ich das alles zusammenpacke und erkläre euch dann auch, was wir mit haben. Ich habe jetzt hier also kleine Probepäckchen in diese Tasche getan. Da sind sie gut verpackt. Das sind jetzt so Sachen, die man immer verwenden kann. Wir fahren ja dann bald darauf auf unsere Campingzeit auch gleich in Urlaub. Da ist das ganz praktisch und ich kann das gleich so eingepackt lassen. Ansonsten kann ich jetzt mehr noch nicht reinpacken, weil wir haben jetzt noch 5 Tage, bis wir zum Campen gehen, aber das ist erstmal das, was ich vorbereiten konnte. So, hier habe ich jetzt eine Tasche noch mit Desinfektionsmittel, mit Insektenschutzspray, mit noch einem Duschgel für mich, das hatte ich mal angefangen, mit Hygienehandgel, mit einem Soforthilfespray für Insekten und einem Waschmittel. Das kommt jetzt noch hier rein. Und dann habe ich hier noch eine größere Tube Waschmittel. Also wie gesagt, ich packe auch ein bisschen schon im Voraus für unseren Sommerurlaub. Aber so viel anders ist das am Ende nicht. Dann habe ich noch, das ist von dem MP drin, ein Nasenspray für mich. Nasenspray für meine Tochter. Dann habe ich für meine Tochter auch noch so ein Sofortgel bei Stichen. Dann ein Herpesmittel für den Fall der Fälle und ein paar Fieberschmerzzäpfchen für alle Fälle. Wir würden den Urlaub abbrechen, wenn, oder den Campingurlaub auch abbrechen, wenn sie krank ist. Aber sicherheitshalber, um zu wissen, was los ist und sofort reagieren zu können, nehme ich wenigstens auch ein Fieberthermometer mit. Noch eine Creme. Und dann haben wir hier noch Heftpflaster. So, ich habe jetzt hier alles grob aufs Bett gepackt, was an Kleinzeug halt mit muss. Und das packe ich jetzt schon mal in meine Reisetasche. Und dann brauche ich noch die anderen Sachen und das Großzeug. Und halt die Sachen, die wir halt noch bis kurz vor Abreise brauchen, wie Zahnputzzeug, also ja, die Sachen im täglichen Gebrauch. Die kommen dann nur noch rein und dann sind wir fertig. Jetzt zeige ich euch, was ich alles einpacke. Ich habe jetzt hier eine große Reisetasche und jetzt fange ich gleich mal an, oben rein ganz am Anfang unsere Waschtasche reinzupacken. Die lasse ich noch offen, weil da muss ja noch ein bisschen was rein. Deswegen lasse ich das gleich mal so offen. Dann kommt hier meine Kiste rein, in der ich ja das ganze Kleinzeug habe. Ja, und dann stapel ich nacheinander weg. Hier vorne tue ich meine Campingbücher rein, fürs Kochen, die Spielsachen, also Brettspiele. Machen wir weiter mit unserem faltbaren Eimer. Den habe ich immer zu Hause, weil man kann ihn ja vielleicht doch mal gebrauchen. Dann habe ich hier in diesen Mäppchen, das soll vielleicht in der Campingtasche bleiben, das überlege ich mir noch, so ein Gummi, seht ihr das? So ein Gummi mit so Klammern, als Wäscheklammer. Und so ein Alleskönner, also so ein Schraubenzieher, alles mögliche ist da dran. Genau. Den werde ich ganz oben drauflegen, weil den könnte man mal eher gebrauchen. Hier habe ich noch einen normalen handelsüblichen Strick. Den tue ich jetzt mit zu dem Waschzeug. Und dann haben wir hier doch noch ein bisschen Spielzeug. Ihr wundert euch sicher nicht, warum ich jetzt so viele Brettspiele einpacke. Liegt aber daran, dass das Wetter jetzt nicht sonderlich gut werden soll. Und wir ja auch eine Beschäftigung haben wollen. Beziehungsweise, wie gesagt, ich das dann direkt umpacke in unseren Koffer für den Urlaub. Dann geht es weiter mit unserem Planschbecken. Ich glaube zwar, in dem Fall werden wir es wahrscheinlich nicht gebrauchen können. Aber sicherheitshalber packe ich es mal ein. Dann haben wir hier noch unser Verteilerkabel. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das kommt von unserer Stromsteckdose dann direkt. Dann habe ich hier noch eine Rolle Klopapier. Die nehme ich immer gerne mit, weil man weiß ja nie, was so auf den Toiletten, auf den Campingplätzen los ist. Und da tue ich gleich auch noch ein paar Taschentuchpackungen rein. Da bin ich immer eher der Mensch, lieber zu viel als zu wenig. Und weil es jetzt hier gerade passt und das alles schön weich ist, tue ich da noch unsere elektrischen Teelichter mit rein. Dann kommt hier noch rein in die Tasche unser Sonnenschirmspieß. Natürlich dürfen nicht fehlen unsere Lampionstäbe. Da werde ich den aber hier mal auseinandernehmen. Und hier in der Tüte sind dann noch unsere Lampions. Dann haben wir hier noch einen Mehrfachverteiler. Dann kommen wir schon zu den Handtüchern. Ich habe hier einmal für mich Waschlappen und Handtuch. Einmal für meine Tochter Waschlappen und Handtuch.
Und einmal ein normales Handtuch. Dann haben wir hier ein Abwaschhandtuch und ein Spüllappen. Den tue ich jetzt gleich mit hier zum Toilettenpapier reinstopfen. Dass das alles nochmal schön weich verpackt. Ihr seht, ich bin ein Fan von kleinen Taschen, die das alles nochmal organisatorisch mehr aufgliedern. Dann haben wir hier noch drei Reisehandtücher. Mein Mann kommt uns ja besuchen. Deswegen nehme ich jetzt mal drei mit, falls auch mal eins braucht. Eine Küchenrolle. Ihr seht schon, das wird die Krimskrams-Tasche. Die Klamotten passen hier gar nicht rein. Weil zu viel möchte ich dieses Jahr auch nicht mitnehmen. Für den Fall der Fälle, oder wenn wir duschen gehen, halt noch ein Duschhandtuch für mich. Für meine Tochter nehme ich da was anderes mit. Das ist unser Ventilator. Den kann man auch mit Batterie betreiben. Aber wir machen es mit Kabel. Genau, für meine Tochter das Handtuch habe ich jetzt hier. Das ist so ein Poncho-Handtuch, nenne ich es gern. Dann haben wir noch Badelatschen für mich. Badelatschen für mein Kind. Dann haben wir hier noch eine Mappe. Da sind lauter kleine Zip-Tüten und Clip-Tüten drin. Die habe ich auch immer gern dabei, falls man es mal braucht. Dann nicht zu vergessen unseren Spinnenstaubsauger. Dann hier die besagte Tasche. Dann haben wir hier noch die Walkie-Talkies. Die müssen hier mit rein. Bin ich aber am Überlegen, weil wir ja noch Kindergeburtstag haben, ob wir dafür die noch brauchen. Dann müsste ich es nochmal rausholen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Deko-Lämpchen. Das werden wir noch mit einpacken. Das ist meiner Tochter. Dann die elektronische Fliegenklatsche. Und dann habe ich hier noch so eine schöne große Lampe. Die ist schön, wenn es, wenn man doch irgendwo nochmal hingeht, ein bisschen mehr Licht braucht. Habe ich die noch mit. Ja, dann habe ich soweit alles drin, was an Krimskrams ist. Was jetzt noch fehlt, ist hier diese Tasche. Da kommt alles an Ladekabeln rein oder unsere Musikbox. Ja, etc. Alles so, was mit Strom und so zu tun hat. Ist jetzt in dem Fall hier nicht viel. Wenn wir dann in Urlaub fahren, ist es mehr, weil ja dann mein Mann seine Sachen hier noch mit reinkommen. Lasse ich erstmal hausen. Im Urlaub oder zu einem längeren Campingtrip würde diese Tasche mit den ganzen Medizinsachen noch mitkommen. Ich verlinke es euch oben in der Infobox. Ich habe dazu ein Video gemacht. Ich hoffe, es ist schon online, wenn ihr das Video seht. Ansonsten seht es dann bald. die nehme ich jetzt in dem Fall nicht mit. Wir sind nur 4 Tage weg und da brauche ich die nicht. Ansonsten habe ich jetzt hier noch meine Tasche, in der sind so Sachen drin, wie unsere faltbare Spülschüssel, unsere klein zusammenpackbares Decke. Dann haben wir hier noch einen kleinen zusammenpackbaren, eine Luftpumpe, hier wo man so Luft reinmacht. Und hier unten die Strandmuschel. Also das sind so die Krimskrams-Sachen, die wir mitnehmen. Und wenn ich jetzt mein Checkbuch durchgucke, fehlen eigentlich nur noch die Anziehsachen. Und dann, wie gesagt, solche Sachen wie noch meine Creme, Tagescreme, Sonnencreme, Bürsten, Kämme, Haargummis. Also das, was noch im alltäglichen Gebrauch ist. Genau wie eine Reibe und den so einen Hobel, den wir im Dosenöffner, was wir ja immer mal noch benutzen. Zimt muss ich noch einpacken gegen die Ameisen, den Tipp habe ich bekommen. Ja, dann so Sachen wie mein Buch oder mein Kindle, eine Decke, die Kamera, meine Tasche, ein Regenschirm, der Akkuschrauber, die Mückenstecker, Musikbox. Essen fehlt komplett. Ja, die Klamotten meiner Tochter, die wollte ich heute eigentlich noch packen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe, ansonsten mache ich es morgen. Zahnpasta, die benutzte noch, Creme. Auch Haarbürste und Haargummis und sowas. Ja, dann fehlen noch von meiner Tochter die Sachen wie ihre Kamera mit Ladekabel, ihr Kissen, ihren Regenschirm. Ach, hier steht noch Lätzchen brauchen wir nicht. Ihre Flaschen, ihre Kuscheltiere, ihre Kuscheldecke. Also wir haben da so ein Kissen, was man zusammenfalten kann zu einer Decke. Das haben wir jetzt gewaschen. Das nehmen wir als Decke mit. Ihre Puppe fehlt noch, ihr Sandspielzeug ist im Auto. Brauchen wir nicht. Und der Spinnenstecker fehlt noch. Unsere Luftliege und Batterien. Das sind jetzt die Sachen, die ich noch einpacken muss an Kleinzeug. Also wie gesagt, all das, was man jetzt noch im Gebrauch hat. Und wenn das dann drin ist und die Ansi-Sachen noch gepackt sind, dann geht es an die großen Sachen, die, wie ihr in meinem Video zur Organisation gesehen habt, auf den Karteikarten steht. Das Video verlinke ich euch hier oben. Könnt ihr ja mal angucken. Und dann sind wir soweit fertig. So, jetzt zeige ich mich nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da
Und abonniert gerne kostenlos den Kanal, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ein neues Video online geht. Hier drüben verlinke ich euch die Videos, am besten das da oben zu dieser Planung. Und hier unten eins, was zu eurer Playlist passt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren nicht vergessen, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn ein neues Video online geht. Und dann geht es nächste Woche weiter. Dann danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.